mir oben noch nichts an Kisten zusammengebaut für die Erde erstmal reinzutun. Willst du noch mal ein bisschen? Hallo, guck mal. Uhu. Kannst du noch mal? Nee. Komm mal mit, ob wir hier noch irgendwo ein Hühnchen rumrennen. Jo, komm geschwind wieder. Ist da hinten eins? Ne, das ist nur eine Blume. Irgendwo noch ein Hühnchen. Das ist ein Schweinchen. Ich habe jetzt leider auch nicht die Eier mit dabei. Hast du irgendwo noch ein Hühnchen gesehen? Wo sind jetzt mein Hühnchen hin? Ah, okay. Wir müssen erstmal ein Hühnchen finden. Da ist noch ein Schaf, Schaf, Schaf. Das sind wir alles uns einverleiben. Alle Schweinchen, alle Schäfchen. Alles bald unser. Oh. Da geht's auch tief runter. Ah, da ist sogar schon eins gefangen. Ja, den machen wir natürlich auch platt. Und den da, glaube ich. Aber nicht zu platt. Also so angleichen, dass wir was draufbauen können. Das auf jeden Fall. Wo ist jetzt unser Hühnchen hin? Ich lass nochmal füttern. Hühnchen. Popok. Popok. Er ist entweder despawned oder wieder weggerannt. Oh, jetzt fängt es auch noch an zu regnen. Mit Regen arbeite ich gerne. Sehr gerne. Nicht. Mag jetzt, das werde ich dann auch noch so bergig angleichen müssen. Also wir werden hier viel, 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 viel angleichen müssen, glaubt mir. Ist der Regen lauter als die Musik. Ich hoffe, das sieht hinterher nicht. Obwohl, wenn man Städte baut und keine Ahnung was, dann ist das halt so, dass stellenweise die Erde ja auch gleich platt gemacht wird. Also hoffe ich einfach, dass das mal passen wird, das gleich. Na, was heißt jetzt gleich? In ein paar Wochen oder Monaten. Wir können ja auch, statt dass wir jetzt alles so platt machen, auch wenn ich da jetzt so eine Line durchgezogen habe, vielleicht da angleichen, bergig nach hier oben machen. Aber das Stück trage ich jetzt auf jeden Fall noch ab und dann können wir hier auffüllen vielleicht. Dann ist es nicht allzu sehr verstümmelt. Kommen wir dann auch noch Straßen, also Gehwege und alles drum und dran.
Nee, der soll wieder hin. Der kann wieder hin. Der kann weg. Dann warte mal so bleiben. Dann kann er mich das hier auf jeden Fall weg. Frage, sieht das jetzt nur so dunkel aus, weil das der Regen ist oder weil es dunkel wird? Also Gewitter ist es wahrscheinlich noch nicht. Sonst hätte ich nämlich jetzt pennen können. Ja, vielleicht ist das auch echt nur der Shader oder das Texture Pack, was den Regen so düster erscheinen lässt. Ah, es wird dunkel. Okay. Und willkommen zurück, Baby Yoda. Ja, genau, das wird dann noch weg. Ich mache mich mal auf die Suche nach ein paar kleinen Zyanen. Alles klar. Dann viel Erfolg, viel Spaß. Und vielleicht eventuell bis später mal. Oder bis demnächst, je nachdem. Habe ich keine Schaufel mehr. Was hatte ich hier? Ah, warum ist die Fackel hier? Ah, ne, da hatte ich das Bett. Okay. Da hatte ich das Bett. Werden wir auf jeden Fall auch so machen müssen und alles. Das hier nehmen wir mal auf jeden Fall weg. Schuppen kaputt sind, gucken wir mal uns an, wo wir die Erde direkt wieder auffüllen können. Ich glaube, zu sehr in die Natur sollten wir dann doch nicht eingreifen. Gucken, wo wir Abstriche machen können und alles drin und dran. Genau, da haben wir uns ja durchgegraben. Werden wir auf jeden Fall dicht machen müssen. Dann können wir das noch wegnehmen komplett.
Ja, auf dem alten Server auch so, dass ich zwar viel eingegriffen habe, sehr viel eingegriffen habe, aber auch viel gelassen habe. Hier werden wir wahrscheinlich wieder zumachen oder so, ich weiß noch nicht. Ich lasse die Schneise erstmal so da als Richtwert. Erstmal. Weil hier, das kommt auf jeden Fall alles weg. Das hat dann der Vorteil, wie vorher mal erwähnt, Griefer Games zum Beispiel. Du hast ein Merch, das ist dann komplett flach. Das kannst du bebauen, wie du möchtest. Du kannst die Materialien zusammenfahren, die du brauchst. Und dann hast du halt nicht den Aufwand, dass du alles platt machen musst. Aber hast natürlich auch keine generierte Welt jetzt für dich selbst oder so. Jetzt erstmal einfach hier. Okay, ich habe sie gehört. Ich höre noch einen, aber wo ist er? Da unten? Da. Von da unten. Okay. Ach, hier ist das. Hier ist die andere Seite von dem Loch, was wir gerade zugemacht haben. Okay. Nochmal. Hier mal alles dicht. Damit uns da auch nichts nervt spawnt später, wenn wir hier irgendwas draufbauen. Nicht hinterher die ganze Zeit, so wie oben bei der Burg und so macht. Deswegen einfach aufschütten, dicht machen. Auch wenn wir es vielleicht wieder aufmachen. Ne, die bringen wir nämlich nicht mit. Genau, von der Seite jetzt noch das Loch weiter schließen. Aber quasi die ganze Erde, die wir gerade mitgenommen haben, passt wieder weg. Weil hier kann man eigentlich ein schönes Häuschen hinbauen. Hier jetzt nicht so. Hier könnte man was Schickes hinbauen. Ist auch noch Grasland. Ich hoffe, das sah jetzt auch wieder so aus wie so Richtung, keine Ahnung, irgendwas. Ich weiß gerade nicht, wo ich gerade noch Erde wegscheffeln soll. Okay, die hätte ich vielleicht auch stehen lassen können. Ja, gut. Komm schon.
Aber hier ist nur zum... Wie sehr soll ich denn noch verprügeln, die Blume? So, genau, ja, dann hat das Durchbrechen hier eigentlich gar nichts gebracht, wenn wir das eh jetzt dicht machen. Ah, hier muss ich allerdings wirklich hingehen und dann nehmen wir die Erde nochmal weg. Hier muss ich nämlich dann doch nochmal dicht machen. Weil wir mindestens bis hierhin aufstocken wollen. Ich will mal hier so eine Grenze hin. Bis dahin wird das Land aufgestockt werden, befüllt und arrangiert werden. Oder während eines Gewitters. Haben wir beides noch nicht. Noch nicht. Warum ist das Schwert da? Ich kann... Kann ich mich jetzt hinlegen? Ja.